In diesem Film sehen wir uns an, wie man in Elements AV beispielsweise einen Briefkopf einrichtet und Formulare entsprechend anpasst. In den Optionen oben links haben wir den Knopf Ordner verwalten und hier sehen wir also die Benutzerdaten und in diesem Verzeichnis werden letztendlich diese Vorlagen für Angebote, Rechnungen und dergleichen abgespeichert. Das heißt, all diese Dateien, die wir hier sehen, werden im entsprechenden Dialog in Elements AV gezeigt. Das heißt, wenn ich also jetzt mal im Projekt auf Kundenangebot gehe, hier sehen wir übrigens, dass die anderen Reiter oder die anderen Einträge ausgegraut sind, weil eben der Status lediglich Angebot ist. Und je nach Status werden also die Anzeigen eingeblendet. Ich gehe auf Angebot, wähle also hier ein gewünschtes Dokument aus. Dieses Dokument kann ich jetzt mit dem Report Designer öffnen, kann hier also den Zoom-Faktor einstellen und habe jetzt hier die Möglichkeit, Objekte direkt mit dem Pfeilwerkzeug anzuklicken und zu entfernen. Nun wähle ich einfach ein Picture-Objekt aus, klicke in die Zeichnung, klicke auf Öffnen, wähle mir eine Quelle aus und lade ein JPEG oder ein beliebiges Bild, klicke auf den grünen Haken und schon habe ich jetzt dieses Bild hier im Editor verfügbar. Hier sehen wir also, man kann es auch ganz schön ausrichten. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, Texte zu erstellen, zu positionieren und dergleichen. Mit einem Doppelklick kann ich einen bestehenden Textkörper hier bearbeiten. Genauso kann ich natürlich mit dem Pfeilwerkzeug einen Textkörper entfernen und einen neuen Text hinzufügen. Ich wähle OK und sehe jetzt, dass dieser Text hier nicht Platz hat und somit muss ich das also strecken. Und darüber hinaus kann ich hier oben wieder rechts-links bündig einstellen und kann also das Ganze hier ausrichten. Wir sehen hier diese Ausrichtfunktion funktioniert nur deshalb, weil wir also hier dieses Textobjekt genommen haben, wohingegen dieses Texttool wieder für andere Zwecke bestimmt ist. Also um sichtbar Text ausrichten zu können, empfehlen wir dieses Werkzeug Textobjekt und dann können wir natürlich auch Schriftarten, Schriftgrößen, Formatierungen und dergleichen vornehmen. Natürlich kann ich jetzt dieses Formular auch unter einem anderen Namen speichern, müsste aber dazu wieder in den Benutzerordner reingehen und könnte also hier dieses Angebot abspeichern. Ich gehe einfach mal speichern unter, wähle mir also dieses Verzeichnis. Speichere es ab, schließe das Ganze. Und schon habe ich also hier in der Ausgabe dieses Formular.